Hallo und herzlich willkommen zu den ersten Filmen des neuen Jahres. Los geht es mit einer sehr merkwürdigen Episode aus dem 19. Jahrhundert in Lateinamerika. Francés. ¿Qué es eso? No sé, a lo mejor fue el ejército. Asustar a los indios. Im Jahre 1860 kam ein exzentrischer französischer Anwalt nach Feuerland, nach Lateinamerika also, und gründete dort ein Imperium für die indigenen Einwohner. Und einige haben sich ihm tatsächlich angeschlossen. Es war ein richtiges Imperium, eben mit Wappen, mit Fahne, mit einer eigenen Hymne sogar. Die Chilenen haben diesem Mann dann einen Prozess gemacht und der wird in diesem Film ganz genau theatralisch verfremdet, so mit Masken nachgespielt. Aber der eigentliche Reiz dieses Films besteht im Umgang des Regisseurs Atala mit dem Spielfilmmaterial. Er hat nämlich 2011 schon diese Szenen gedreht, hat dann das Material in seinem eigenen Garten vergraben, hat es da verrotten lassen. Und so entstanden zerschundene, zerkratzte, sehr beunruhigende Bilder. Und die stehen in diesem sehr interessanten, experimentellen Film für die Unmöglichkeit, die geschichtliche Wahrheit genau zu finden. Weil wir wissen ja auch nicht ganz genau, war das einfach ein Verrückter, war er ein früher Befreiungskämpfer, war er beides. All das kann man sich selbst erschließen in diesem Film, der höchst interessant mit den unterschiedlichen Medien und den Ausdrucksformen filmischen Erzählens spielt. Dafür gibt es drei Rollen. Du könntest schreiben. Was? Diese Geschichten, die du mir letztes Jahr in Saint-Sauveur erzählt hast. Meine Schulgeschichte? Ja, das wäre dann Willis nächster Roman. Versuch es doch mal, aber versuch es jetzt. Fang sofort an. Versuche 4 Stunden am Tag durchzuschreiben. Autorinnen haben derzeit interessanterweise Hochkonjunktur im Kino. Wir hatten den Film über Astrid Lindgren, Astrid, über Mary Shelley und jetzt über Colette, die erfolgreichste französische Autorin des 20. Jahrhunderts. Dieser Film beschränkt sich auf ihre frühen Jahre. Also wir sehen, wie sie aus der Provinz nach Paris geht, an der Seite ihres Mannes, eines erfolgreichen Autors und Verlegers, ihre ersten Romane schreibt, allerdings unter dem Pseudonym ihres Mannes Willy, dann aus seinem Schatten heraustritt und ein Superstar wird der Pariser Kulturszene und übrigens auch der Varieté-Szene, denn sie war ja auch auf den Bühnen zu erleben. Dieser Film mit einer wunderbaren Hauptdarstellerin, nämlich mit Keira Knightley, die das ganz hervorragend macht, so diesen Weg zeichnet einer jungen, unsicheren Frau hin zum Superstar, ist aber insgesamt dann doch sehr ordentlich, sehr gediegen. Es ist ein Film über eine unkonventionelle Literaturikone, eine bisexuelle, unkonventionelle Künstlerin, insgesamt doch ziemlich glatt und brav. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses letztlich ja informative Biopic nicht so den ganz großen Beifall von Colette finden würde. Hier bekommt dieser Film immerhin 3 Rollen. Mr. Castleman, willkommen in Stockholm. Wir werden dafür sorgen, dass es Ihnen an nichts fehlt. Sag mir bitte, dass das alles kein Scherz ist. Es passiert wirklich, Schatz. Hier gibt es einige erstaunliche Parallelen zum Film Colette. Auch hier haben wir eine Frau im Schatten eines erfolgreichen Autors, aus dem sie Schritt für Schritt sich lösen kann. Allerdings ist diese Frau des Nobelpreisträgers erfunden. Es ist ja eine Romanverfilmung, ein Film des schwedischen Regisseurs Björn Runge. Mit ihm gemeinsam begleiten wir ein Paar. Zum einen ist es ein sehr erfolgsverwöhnter, typischer Ostküstenintellektueller, eben der Autor, der den Nobelpreis erhält, nach Schweden fährt, zusammen mit seiner Frau und wir, und das ist der große Reiz dieses Films, sind eben dabei. Wir sind hinter den Kulissen dieser stocksteifen Zeremonie, erfahren zum Beispiel, wie sie zum schwedischen König beim Staatsbankett mal sagt, ich bin eine Königsmacherin, und wir ahnen bei diesem Satz, auf wie viele Dinge sie verzichtet hat, wie sehr sie ihr eigenes Talent hat verkümmern lassen, wie sie nur da war für das Werk ihres Mannes. Zwei großartige Schauspieler, nämlich Glenn Close und Jonathan Pryce, machen aus diesem Film ein Erlebnis, aus diesen Szenen einer Ehe, in denen sie alles zeigen. Entsagung, Verbitterung, Ausbeutung, aber auch die Zärtlichkeit zwischen zwei Menschen, die sich schon so sehr lange kennen. Und es gibt natürlich für einen Film keinen Nobelpreis, aber einen Oscar hätte Glenn Close zumindest für diese hervorragende Leistung, für diese wunderbare Charakterisierung einer Frau, die auf so vieles verzichtet hat, in der Stille nun endlich mal verdient. Für diesen Film gibt es 4 Rollen und dies waren sie dann auch schon wieder, die ersten Filme des neuen Jahres auf Radio 1. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.